So, hallo, da sind wir wieder, White Day. Wir befinden uns im Main Building Section 2, glaube ich. Im Kapitel Isolation noch immer. Wir haben letztes Mal ja das erste Stockwerk oder das Erdgeschoss durchsucht. Eigentlich alles bis auf das Direktorenbüro, glaube ich, hier. Ja, da haben wir keinen Code dafür. Und wir werden mal schauen, ob wir den diesmal finden. Und ich glaube, wir haben auch unser Hauptziel eigentlich schon entdeckt für dieses Kapitel, nämlich wieder so ein Medaillon zu finden, um das hier zu öffnen. Da ist auch ein Symbol, aber ich kann halt leider kein Koreanisch. Wird wohl diese Tür hier öffnen. Okay, dann nicht. Wenn ich hier schon rein kann, kann ich hier auch rein? Tatsache. Oh. Ja, schauen wir mal hier durch. Das ist irgendwie, sieht ein bisschen freundlicher aus. Ah ja. Geisterstimmen, die singen. Die dürfen ja nie fehlen. Ist da wer? Nee. Wofür soll dieser Gang hier bitte sein? Und wo führt der hin zum Teufel? Der ist ja irgendwie nicht unbedingt jetzt sinnvoll angelegt, habe ich den Eindruck. Ich weiß halt nicht, was da drauf stand. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wo der hinführt. Naja. Aber diese Ecken hier, das scheint mir nicht sehr sinnvoll. Ich laufe hier mal ein bisschen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich dem Singen näher komme, oder? Hier irgendwas? Nee. Kann natürlich jetzt dann passieren, dass ich hier irgendwie um eine Ecke laufe und dann auf plötzlich irgendwas Bösem gegenüberstehe. Aber ich riskiere das jetzt einfach mal. Ja, das ist so ein typisches Paralleldimension-Ding, wo man endlos lang im Gang gefangen ist, bis man zurückläuft, denke ich mal. So wie das in Downpour auch war mit dieser einen Treppe. Ich glaube in Silent Hill 2 war das mit diesem Tunnel. Wow, Alter. What the fuck war denn das jetzt gerade? Boah, das war ja ein fieser Jumpscare, ey. Ich hasse sowas, wenn... Das ist das Einzige, wo ich mich immer erschrecke, ist, wenn irgendwas plötzlich extrem laut ist. Okay, das war wohl... Die Dame, die hier rumsingt, die war wohl plötzlich ganz in unserer Nähe. Und unser Charakter ist fürchterlich aufgeregt, verständlicherweise. Ja, aber ich werde mal hier zurückgehen. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier einfach das Stückchen nochmal zurücklaufe, werde ich gleich wieder rauskommen, oder? So funktioniert sowas meistens. Und da kommt der Hausmeister. Soll ich hier stehen bleiben und schauen, ob er tatsächlich auch hier reinkommt? Ich würde mal hier hocken bleiben. Mal schauen, ob ich ihn sehe. Oh, da kommt er. Oh, wir werden wohl hier um die Ecke gehen, glaube ich. Nicht laufen. Oh, oh. Kommst du her? Nee, kommt nicht her. Ich glaube, der hat gerade die Tür geschlossen. Gut. Wäre irgendwie witzig gewesen. Da hätte ich endlos vor ihm davonlaufen können. Oh, er hat die Tür nicht geschlossen. Soll ich mich um die Ecke wagen? Ja, ich wage mich mal um die Ecke. Okay, jetzt ist er da reingegangen, glaube ich, in den Gang. Oh, Kacke, ich bin gelaufen. Das wollte ich gar nicht. Shit. Nicht herkommen. Ich glaube, er kommt, oder? Wo ist er? Wahahaha! Ja, der kommt. Okay, ich laufe mal hier ein Weilchen. Mich würde jetzt interessieren, wenn der hier im Gang ist, wenn ich irgendwie diesen Loop lang genug langlaufe, ob ich dann irgendwann von hinten in ihn reinlaufe. Wow! Oh, Kacke! Oh, Kacke. Er kann aber auch irgendwie... Ah, tatsächlich. Ist ja krass. Weg, weg, weg. Hör auf, so dämlich zu lachen. Ich hasse das, wie der lacht. Fürchterlich grauslich. So. Ist er weg? Oh, ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Irgendwie da im Gang. Oh, nee, doch nicht. Soll ich mich hier unten hinhocken? Hocken wir uns mal hier hin, schauen wir mal, ob da was geht. Nee, geht nichts.
Ist er jetzt weg oder ist er noch da oben? Ah, da höre ich ihn wieder. Ah, jetzt kommt er sogar. Ach du Scheiße. Ich gehe mal hier runter. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber... Okay. Jetzt höre ich ihn wieder. Ein bisschen geht er mir auf den Sack, dieser Hausmeister. Ich weiß ja nicht. Ja, genau, verpiss dich. Ah, nicht herkommen. Wo gehst du hin? Geh jetzt mal rauf einfach, oder? Nee. Oh, okay. Glück gehabt. So, wir schauen, dass wir hier schnell um die Ecke kommen. Was ist? Klappe jetzt da unten. So. Der soll jetzt zurück da unten rumlaufen. Wir sehen uns jetzt mal diesen Gang an, den es da noch gab. Hier geht es eindeutig nicht weiter. So, mal schauen. Hier ist Licht an. Mach hier mal sicherheitshalber wieder zu, dann höre ich ihn wenigstens, wenn er kommt. Kann ich hier nicht zumachen? Ich würde hier gern... Hallo? Ah, da ging es jetzt kurz. Ah, so, ja. Gut, was haben wir denn hier? Geht das Licht? Ah, ja. So, was ist denn hier? Da leuchtet irgendwas. Ein Stift, yay. Ha? Ich glaube wahrscheinlich, wenn wir das Medaillon bei dem Gang einsetzen, werden wir wohl irgendwie den Loop beenden und dann wird er tatsächlich irgendwo hinführen. So, eine Note. Ich werde aber mal, bevor ich die lese, hier das Licht abdrehen und die Tür zumachen. Ich will nicht gestört werden beim Lesen. Und ich sollte mal wieder den Leiter auswählen. Den muss man jedes Mal neu equippen. Der bleibt irgendwie nicht. Jedes Mal, wenn man das Spiel lädt. Ab, na, so. Ich werde mich hier hinterm Tisch hinhocken. So, und dann lesen wir mal. The Diary. Die hier, so. The Reversed Ghost. The main building's chemistry room is famous for ghost sightings. On rainy days, wie dem heutigen scheinbar, ich höre die ganze Zeit schon Regen, people go to visit the third and fourth floor of the main building's second area because of the accident in the chemistry room long ago. During a science lesson, the room suddenly shook and the apparatus with acidic and toxic fumes cracks. Ja, okay, die Satzbauten werden immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Misuk was next to the apparatus and burnt her face, leaving half of it completely mutilated. She was rushed to the medical room, but they couldn't help her. From then on, her life was isolated from outside. She went through a phase of depression and was so intensely upset that one night she climbed onto the roof of her parents' house while they were out and jumped from the roof to the concrete path below. She wanted her face to hit the floor first. People still see Misuk around the chemistry room of the second area of the main building with her back to everyone. She hides her face so no one sees it, but there have been reports of people who have seen her face. They went missing. Ja, okay, das hier, diese Geschichte dürfte wohl namensgebend auch sein irgendwie für das Kapitel, das wir gerade spielen. Weil ja das Kapitel isoliert heißt. Auch. Also irgendwas wird, irgendwie wird das zusammenhängen, aber ich. Ja. Third and fourth floor halt in diesem Gebäude, ne? Aber. Was das jetzt mit dem. Naja, wir werden es dann wohl im dritten und vierten Stock sehen, ob. Inwiefern das wirklich zusammenhängt oder ob es da eine nähere Verbindung gibt. Wahrscheinlich werden wir diesen Ghost auch sehen. Ja. Nett, nett. Irgendwie witzig. Also es geht halt um ein Mädchen, das sich im Chemieunterricht das Gesicht mit Säure verätzt hat und dann kopfüber vom Dach der Eltern, vom Dach des Elternhauses gesprungen ist. Und ja. Und jetzt steht sie hier irgendwie im dritten und vierten Stock manchmal rum. Und die Leute, die ihr Gesicht gesehen haben, sind nicht mehr aufzufinden. So, wir haben hier, glaube ich, Schlüssel, ne? Student Department Key, Student Department und wir haben den Classroom Master Key. Ist das das Student Department vielleicht? Student Association. Klingt irgendwie
ziemlich ähnlich, ne? Doors unlocked, yay. Okay. What the fuck ist das? Ich hoffe, ich muss das nicht lesen, weil ich kann irgendwie... Das ist ja nicht mal koreanisch, oder? Das sieht irgendwie nicht nach koreanisch aus. Das sieht irgendwie mehr aus wie... Chinesisch, oder? Weil hier, mir gehen hier die Kreise ab. Ich schaue immer bei koreanisch. Ich muss mal im Inventar schauen, müsste irgendwas koreanisches stehen. Hier zum Beispiel Sojamilch. Das da sind diese typischen koreanischen Kreise irgendwie. Und japanisch ist das auch nicht. Ich glaube, das ist chinesisch. Schauen wir mal, wird der wohl hoffentlich übersetzt sein, oder? Nein! Yay! Und seltsame Musik. So, was haben wir hier? Strich ist 1, 2 Strich ist 2, 3 Strich ist 3. Ja, zählen kann ich auch, danke. Kästchen mit Pi drin ist 4. What the fuck? Ich muss da jetzt irgendwie Zahlen raussuchen, oder was? Seid ihr witzig? Was zum Teufel? Okay. Das hier ist die Übersetzung. Was kann ich im ersten Symbol sehen hier? Das gibt's ja nicht, das Symbol. Das ist ja gar nicht da. Wie soll ich denn das... Das könnte... Ich sehe eine 2 im ersten, aber ich sehe auch eine 6 irgendwie. Für die 6 fehlt halt der obere Strich und der mittlere Strich ist zu viel. Aber es wäre eine 2 drin, weil es sind diese 2 Striche drin. Oben. Das könnte eine 2 sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Das ist wahrscheinlich für Koreaner irgendwie... Vielleicht... Oh shit. Oh shit. Ich müsste eigentlich hier das Licht abdrehen, ne? Dreh das Licht ab. Ist das Licht aus? Ja. Uhuhu. Ecke. Verstecke. So. Das ist irgendwie ein Kackrätsel, glaube ich. Für Österreicher jetzt zumindest. Oder für allgemein Leute, die nicht aus dem asischen Raum kommen. Wo ist er denn? Da irgendwo, ne? Ist er jetzt weg? Wow, 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 da ist er drin. Oh, shit. Ah! Kacke! Wo zum Teufel bist du, du blöder alter Sack? Wow, weg, weg, weg. Der erwischt mich jetzt, ne? Ne, erwischt mich nicht. Yeah. Geh raus. Komm, geh raus. Nicht da... Nee. Oh. Du blöder Pisser. Wie mir der auf den Sack geht, ey. Ich sehe ja nicht mal, wo ich hinlaufe. Ah! Wo bin ich? Da ist er. Ach du, was zum Teufel? Wo laufe ich hin? Lass mich da raus. Nee, ich kann doch nicht raus. Ah. Wo? Welche Tür ist da gerade geschattet worden? Okay, da ist die Tafel. Wenn ich hier... Oh, da ist er. Okay, wenn ich hier langlaufe, hier irgendwie, dann muss ich hier zur Tür kommen. Die geht auf. Ja, okay, wunderbar. Puh, wir laufen hier jetzt raus. Weg, weg, weg. Ich könnte natürlich... Da bin ich kacke gelaufen. Wir laufen hier runter. Ja. Okay, alles cool, alles cool. Ich laufe aufs Klo. Dieses hier. Mach auf. Mach auf. Oh. Puh. Alter Schwede. So. Okay. Alles cool, alles cool. Keine Panik. Ich will nicht, dass mich der erwischt. Mich würde es ja mal interessieren, was passiert, wenn er mich erwischt, aber... Ich will natürlich nicht krepieren dabei. So, ist der jetzt weg schon, oder? Irgendwie haben wir ihn abgehängt, glaube ich. Nee, haben wir nicht. Okay. Kommst du da runter, oder... Was machst du jetzt, alter Mann? Er ist hier noch irgendwie... Ah, jetzt kommt er, okay. Schnell, schnell, schnell. Ich will, darf jetzt nicht... natürlich wieder nicht laufen und er hat mich, glaube ich, schon gesehen, ne? Jetzt ist er wieder da. Türe zu. Nee, nee, du Fixer! Lass mich weg! Nein, da! Ich bin hört. Kacke. Okay, okay, okay. Noch ist alles irgendwie in Ordnung.
lauf hier rein. Locked. Ah. Wo geht's denn hier hin? Locked. Ah. Okay, ich bleib mal hier stehen. Ich nehme mal Sojabohnenmilch. Okay. Huh, was haben wir denn hier? Irgendeine Art Lagerraum. Liegt hier irgendwas Tolles für mich? Ah, was haben wir denn hier? There's a soil doll in the box. A clay doll in the shape of a mother. Huh. Scheinbar kommt er jetzt nicht rauf. Ja, sorry, dass ich hier so rumschreie, aber das ist ziemlich intensiv. It's a diary. Valentine's Day werden wir jetzt mal nicht lesen. Ich möchte erstmal sicher gehen, dass mich der hier nicht erwischt. Huh. Ist hier sonst noch was? Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um. Nee, scheint nichts zu sein. Ich sehe auch nichts leuchten. Gut, drehe ich mal hier das Licht ab. It's broken. Ah ja, man kann das Licht nicht abdrehen. Ja gut, das ist gar nicht so blöd, weil dann heißt das, dass man sich hier nicht verstecken kann. Das ist locked. Schauen wir mal, ob ich da auch mit dem Student Department Key reinkomme. Oh, den habe ich gar nicht mehr. Okay, und mit dem komme ich da nicht rein. Ist ja toll. Das ist auch locked. Da war auch locked, ne? Locked. Okay. Da vorne backt die Tür rum. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben diese Note, die wir noch nicht gelesen haben. Ich werde aber hier mal die Tür zumachen. Und ich hätte das Licht auch anlassen sollen, noch um die Note zu holen. diese Note. So, die werden wir mal lesen. The Uncrossable Bridge. This morning was quite busy. Soon young. Die eine ist so jung und die ist bald jung, nämlich. Just fainted in the main building's hallway. Casually, nämlich. The hallway that connects the new building and the main building. This brought back the rumors about the hallway to the new building. Welches jetzt? Das new, main, new, new building, ja. Verwirrend geschrieben irgendwie. Some people hear things in there. Some people hear screaming and laughing, and some never reach the end of the hallway. The hallway has no windows, so it's usually very dark, and it doesn't go in a straight line. It has lots of turns, turnings, whatever. These are the reasons why this hallway is hardly ever used. Some describe it as a labyrinth. Ja, durch den sind wir wohl schon gegangen, nämlich. Das war wohl der, wo wir so angeschrien wurden, so böse. Von der Sing-Sang-Frau, die wir nie gesehen haben. Und wir haben natürlich auch das Ende nie erreicht. So, und hier haben wir noch eine Note. Report. Name unknown, date of birth unknown, gender female. Wenigstens das wissen wir. Address none. Information. Strange woman who wanders around the school at night. First seen in the lecture hall 2 to 3 years ago. Possibly related to the accident 3 years ago. Very, very sensitive to alarm sounds. It has been claimed that she is sensitive to fire also, but there is no evidence supporting this. Aha, das ist dann wohl der Geist dieser Dingsensfrau. Dieser Säure. Dieses Säureopfers, sagen wir mal so. Wo ist denn eigentlich das Säureopfer-Ding eingeordnet? Class Data? Ne, das war's nicht. I, N, ne? Ah, Ghost Stories, da ist es. Das war der Reversed Ghost, genau. Okay, und wir haben noch das Diary. Das werde ich auch gleich lesen. Wo war das jetzt wieder? Hier. Report 3, Master's Diary, so. Was heißt das? 14.02. wahrscheinlich, Valentinstag. I gave him some chocolate. He said he doesn't like it, but he ate it and seemed to like it, so I don't know. It's only been about 4 months, but I feel like we have known each other for a long, long time. I hope that this relationship will last forever. I still worry, even when we kiss, that it could end any second. Do other people feel the same way I do? Huh, das klingt ja irgendwie nicht nach einem gesunden
Relationship, so wie du das hier beschreibst. Ich werde mich hier mal zur Sicherheit ducken. So, weiter. 20.02. I caught a cold. I called him and he was very happy that I had been here for him. He's usually not a very... Wer hat jetzt die Verkühlung? Er oder... Seltsam. He's not usually a very emotional person, but he felt worried about me. He's so cute when he's like that. I didn't tell him that, but I think he knew. It was a bit I was a bit embarrassed. Ist der jetzt herin? Nee. Okay. Macht mich immer so ein bisschen nervös. Kann ich auch nicht ordentlich lesen dann. Wo waren wir hier? I was a bit embarrassed. I wasn't really concentrating on what he was saying because I was admiring him so much, but he said I looked extremely cold. I looked extremely cold. Huh. 26.02. I gained a bit of weight. He called me a fatty, but it's okay. He's just not very good at expressing his true feelings. Everything is okay. We still love each other, really. 5.3. Everyone seems very happy today. He hasn't been in he hasn't been in for a while now, but that's okay. I miss him though. Everyone else seems to be happy but me. 14.3. White Day. All of my classmates were talking with Kum Jin all day because he got candy from the cutest boy in the class. Because he or she. Ah, man. Ja. Klingt irgendwie so nach Männername. All my friends left me, that fucking bitch. 20.3. Spring hasn't come yet. I caught a cold again. I'm now in KS4 at school, was auch immer das ist. And he still hasn't returned yet. But I talked to him over the phone today. He said, you're not a student yet. Which was a bit strange of him. I sometimes feel he isn't coming back. But that's ridiculous. He's coming back. He's coming back. Das klingt irgendwie sehr verwirrend alles. Ich kenne mich hier nicht wirklich aus. Das ist, ich verlese mich auch hier immer, weil da irgendwie immer andere Sätze kommen, als ich erwarte. Irgendwie ist das so. Die Satzbauten auch ein bisschen eigenartig immer. 25.3. Our anniversary. Today is our anniversary. We didn't even talk. Apparently he's busy, but I desperately need his voice, his smile and his body back. It's so painful knowing he isn't here. I can't control it. I feel like I just want to die. 4.4. Pregnancy test. Ah ja, das nimmt ja tolle Züge an. I'm worried about my result and what he's going to think if I'm having a baby. When should I tell him? Maybe he won't care. Yes, he won't care. He won't care. He will not care. 8.4. He is so cold. If I don't kill my baby, then he will leave me. He changed. I don't know what's happened, but he's changed. I want to die. Right now, I want to die. I don't know what to do. I know I will hide my baby in the art equipment room. Was? No one goes in there. Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be okay. Everything is okay. 10.4. Mom, Dad, if you ever read this, I love you and I'm sorry. Okay, irgend so eine komische, depressive Dame hat ihr Kind im Art-Equipment-Room eingelagert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir hier auf eine Babyleiche treffen. Coole Sache! Ja, okay. Wir haben natürlich noch immer dieses Rätsel hier. Und ich weiß noch immer nicht, was ich damit machen soll. Okay, wir nehmen mal an, wir sehen im ersten Symbol, das sind vier Teile. Das kann man sagen. Vier Teile, immer drei Symbole. Wir haben... Was haben? Wofür könnten wir Zahlen brauchen? Wir sollen da irgendwelche Zahlen rauslesen. Wofür könnten wir Zahlen brauchen? Wir haben den Principal, das Principal's Office. Da brauchen wir irgendeinen Zahlencode, ne? Wahrscheinlich 4. Das würde sogar passen. Vielleicht sollen wir aus jeweils drei Symbolen eine Zahl rauslesen oder so? Schauen wir mal. Aus dem ersten Symbol kann ich rauslesen eine 2. Mit viel Fantasie geht eine 6. Und das war's. Aus dem zweiten Symbol kann man mit viel Fantasie eine 9 rauslesen. Und sonst eigentlich nichts. Nee, sonst eigentlich nichts. Aus dem dritten Symbol kann man eigentlich gar nichts wirklich rauslesen.
Aus dem vierten Symbol kann man nichts rauslesen. Aus dem fünften kann man einen neuen rauslesen vielleicht. Aber aus dem sechsten definitiv eine 8. So. Okay, wenn ich jetzt sage, aus dem ersten lesen wir eine 2 raus vielleicht. Oder eine 6. Aber nee, für die 6 fehlt da... Ja, das ist irgendwie so... Na, ich weiß ja nicht. Okay, wir nehmen für das erste Mal 2. Wir nehmen für das zweite, dritte gibt's nichts. Viertes gibt's nicht, fünftes gibt's nicht. Für das sechste ist definitiv eine 8. Dann haben wir 2, 8. Das nächste ist... Mann, das ist auch so ein riesiges Symbol gleich. Was haben wir denn da? Da oben ist dieses eingekastelte Ding. Das könnte eine 4 sein, ne? 4 und sonst erkenne ich da gar nichts drin. Eventuell eine 9, aber mit sehr viel Fantasie. Okay, dann nehmen wir für das für den vierten Block 4. Und das letzte ist eine 3 vielleicht? Eine 3 könnte da sein. Oder was haben wir da noch? Eine 9 ist das wieder nicht. Was geht dann noch? Quadrat gibt es auch sonst keins. Und dann kommt wieder der Hausmeister. Oh, kack mich an, ey. Was könnte das sein? Eine 3, ne? Wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal... Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Wir haben gesagt, fürs erste eine 2. Habe ich die Tür eigentlich zugemacht? Ja. Aber er kommt wahrscheinlich trotzdem rein, weil das Licht brennt. Andererseits hat das Licht auch vorher hier gebrannt. Von daher... Vielleicht kommt er gar nicht rein. Aber wir werden es gleich sehen. So, wir haben gesagt, fürs erste eine 2... Ich schreibe mir das mal auf. 2. Eine 8 war das sechste Symbol, glaube ich. Dann haben wir eine 4. Und was ist das letzte? Das letzte könnte... Kommt hier gar nicht rein, ne? Das letzte könnte eine 3 sein. Es könnte auch wie da wieder eine 2 sein oder eine 1 sein. Das ist jetzt hier die Frage. Ha. Das ist echt schwer. Ja, das könnte so ein Rätsel sein, wo ich dann eventuell mal eine Komplettlösung irgendwie kontaktiere, weil ich habe da keinen Bock drauf, mich hier mit sowas rumzuplagen, wenn ich nicht mal weiß, ob ich das überhaupt lösen kann. Weil ich nicht weiß, was da steht. Andererseits, Koreaner wissen wahrscheinlich, obwohl Koreaner werden wahrscheinlich schon Chinesisch auch irgendwie können teilweise. Größtenteils wahrscheinlich. Okay, wir nehmen mal fürs erste einfach jetzt 2. Das kann man da definitiv raussehen hier, diese zwei Striche. Wir können hier den 8er raussehen. Wir können hier den 4er raussehen. Und hier kann ich echt gar nichts raussehen. Das hier könnte ein 1er sein. Das hier könnte ein 1er sein. Das hier könnte ein 2er sein. Das hier könnte ein 3er sein. Und das hier könnte auch nochmal ein 2er sein. Nee, kann kein 2 sein, weil das untere kürzer ist. Das ist das obere, aber... ich weiß nicht, was, wofür das auch überhaupt sein soll. Vielleicht ist das... Vielleicht ist das für das Principal's Office tatsächlich ein Code. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben hier 284 und dann 123 optional. Das heißt... Wow, oh, ich habe hier wieder irgend so ein Schild umgeworfen. Ah, das lassen wir mal stehen. So, hier habe ich ja alles gecheckt. Hier geht es ja auch sonst nicht weiter. Das heißt, wir könnten sonst nur noch die nächsten Stockwerke durchsuchen. Und hier mache ich zu, da kommen seltsame Geräusche raus. Das will ich nicht. Klappe. Die seltsamen Geräusche kommen weiterhin. Oh, die kommen von dem Medaillon wahrscheinlich. Okay, wir schauen mal hier schnell noch runter und werden mal diesen Code jetzt ausprobieren. Eventuell funktioniert der sogar. Ausprobieren geht über Studieren, heißt es ja bekanntlich. So, wir haben... geht das so? 2, 8, 4 mal definitiv und dann sage ich mal 3. Incorrect, okay. Dann haben wir 2, 8, 4 und 2. Okay, dann haben wir noch 2, 8, 4 und 1. You enter the code... Tatsache, ey.
fett. Okay, dann haben wir das irgendwie, dann war das wohl doch nur irgend so ein Zeichen raussehen aus irgendwelchen chinesischen Zeichen, Ding. Coole Sache eigentlich. Kann ich hier zumachen? Das wäre mir sehr angenehm. Hopp, so. Schönes Büro hat er, muss man sagen. Was haben wir hier? Eine Note. Report. All water has been cut off in the main building, but strangely enough, the water still works in the second area of the main building, science room. We have no idea what is causing this, but we will look into it. There will be major works on the main building's water as of next week. Vice Principal. Aha. Und was haben wir hier? Eine Note. Principal's Document. Name Han Na-Jung. Date of birth 1980. Gender female. Grade, third grade, set 11. Keine Ahnung, was set ist, aber wahrscheinlich ist so Schulstufe und dann werden die Schulstufen nochmal in Klassen unterteilt sein. Dann hätten die aber ziemlich viele Klassen, wenn es 11 wären. Aber ja, keine Ahnung, wie das bei denen läuft. Had good grades in grade 1 and 2. Grade 3 failed. Although no record of this happening have been found. Was? Ah, dieser Satz. Ah. No school or family problems. Found hung by a red rope in front of the main building 2F hallway. Second floor hallway. Window. It is not clear that she was killed by herself or someone else. Wie die es immer. It is not clear if she was killed by herself or someone else. Aber man kann auch nicht von sich selbst getötet werden, man tötet sich selbst. Das ist grausam, die Übersetzung teilweise. Name: Klim G1. Date of birth: unknown. Gender: male. Religion: none. Subject: music. Address: Seoul. Seo Cho Dong. Family: none. Killed self in school premises. Was? Killed herself wahrscheinlich in school premises 2000. No one showed up for his funeral. Had, oh, himself dann, ja, okay. Das kann ich ja nie erkennen. Had plot against school. Suffered from paranoia. Okay, irgendwelche zwei Studenten, die entweder getötet wurden. Schüler, die entweder getötet wurden oder sich selbst getötet haben. Kann ich hier irgendwie. Oh. Hä? Oh. Ein Videotape, ja. Videotape I found in the principal's office. Its label has been ripped off. Oh, okay, das schließt sich dann auch wieder. Das hätte ich gern offen. Das will ich mir auch noch ansehen. Eine geheime Video-Wall. Was ja doch auch ziemlich fett ist irgendwie. So, der hat hier also ein kleines Überwachungssystem installiert quasi. Hey, da ist der Hausmeister. Aha, der hat da irgendwas raufgelegt. Moment mal, wo war das? March 4. Da steht nicht. Oh, erster Stock. First floor? Das ist ja hier gleich nebenan. Oder? Täusche ich mich da jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Darf ich hier raus? Nee, weg. Ich will weg. Lass mich weg. Das Spiel lässt mich hier nicht raus. Hallo, ich war doch gerade draußen. Ich will nochmal raus. Komm. Hey. Spiel. Vielleicht muss ich einfach warten, bis das irgendwie. Hallo? Jetzt bin ich raus. Dankeschön. So, sehe ich hier auch was? Irgendein Chemielabor wahrscheinlich oder Biologielabor oder irgend sowas. Im 4. Stock ist das. Dann haben wir hier das wohl ein Chemielabor. Im 3. Stock, da sollte irgendwo der Geist stehen, ne? Dessen Gesicht man nicht sehen darf, weil man sonst verschwindet. Und das hier ist der Gang. Oh oh.
Ja, jetzt sehe ich ihn natürlich nicht mehr, also ist die Kamera nicht in Echtzeit, aber das war ziemlich witzig gerade, ja. Okay. Tja, Hausmeister kann hier also nicht rein, das heißt, wir sind hier sicher vor ihm scheinbar. Vielleicht sollte das... Ui, da liegt auch noch was. Hätte ich fast übersehen, was haben wir hier? Eine Münze wieder mal, 500 Won. Na gut, kann man auch immer brauchen. Gut, das war ja interessant. Der Hausmeister hat also hier irgendwas hingelegt. Und nachdem er aber jetzt gesehen hat, dass wir ihn beobachtet haben, denke ich mal, wird er das wohl wieder weggenommen haben, weil er ein kluger Mensch ist, oder? Aber schauen wir mal. Nee, hat er nicht, weil er ein Vollidiot ist, natürlich. Das ist ein Schlüssel, oder? Kann ich hier irgendwie... Ah... Mal schauen, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Teacher's Lounge Key. It's a key to the Teacher's Lounge. Aha. Wo auch immer die ist, aber das können wir auf der Karte nachschauen. Na gut, ich werde mal hier die Tür offen lassen. Falls ich mal wieder flüchten muss, werde ich mich hier reinflüchten. Wenn der gute Hausmeister nicht rein kann da. Jetzt zum Beispiel. Jetzt höre ich ihn wieder nicht. Ah, da ist er. Hallöchen. Ja, komm nur. Oh, ich sollte schon... Tür zu! Nein, Tür zu! Okay. Du kannst doch rein. Ach du Arsch. Das war so klar. Das war wieder mal so klar. So ein Scheiß. So, Licht aus, laufen. Hör auf, so blöd zu lachen, du Penner. So, wir verpissen uns aufs Klo. Naja, der ist schon wieder da, ne? Das hat wieder mal gar nichts gebracht. Na komm, du weißt eh, wo ich bin. Ja, war ja so klar. So, ich laufe wieder mal ein Stückchen weg. Und das war die falsche Richtung. Ah ne, doch, war eh richtig. So, dann laufen wir mal hier aufs Klo. Türe gleich wieder zu. Okay. Und hier noch rein. Mal schauen, nichts da, ne. Tür zu. Gut ist. So, dann heißt es wohl wieder ein bisschen warten. Eigentlich wollte ich jetzt nur noch speichern laufen, aber da hat er mir wieder irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, der Gute. Ich höre ihn aber gerade nicht. Vielleicht ist er ja schon wieder weg. Man hört ihn blöderweise auch nicht stockwerkübergreifend, glaube ich. Ja, er ist da, aber ich habe ihn halt nicht gehört. Wo ist er? Ich weiß nicht, ich könnte jetzt natürlich rauflaufen und einfach speichern. Ah, da kommt er. Okay, dann muss ich mich wohl doch wieder verstecken. Oder kommst du jetzt? Nee, ich glaube, der kommt. Ich weiß nicht, ob der hierher kommt oder... Was machst du? Jetzt kommt er runter, glaube ich. Nee. Was machst du da oben, ey? Verpiss dich doch endlich. Ich will doch nur speichern, ey. Ah, jetzt kommt er. Ahahaha. Weg, weg, weg. So, wir werden einfach mal da unten in Deckung gehen. Das letzte Mal ist er ja auch an uns vorbeigelaufen, glaube ich. Licht aus. Sollte schon reichen, oder? Kommst du? Ja, da kommt er. So, schau jetzt bitte nicht um die Ecke. Tut er auch nicht. Ist ein braver alter Mann. So, ich laufe jetzt hier mal einfach. Ist mir jetzt vollkommen egal, ich will nur speichern. Damit ist auch gut dann. So. Okay. So, ich speichere hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir wahrscheinlich wieder vom Hausmeister weglaufen werden. Aber egal, ich speichere jetzt hier. Auch wenn es riskant ist. Bis dennsen. Ha 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 ha
Heh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